Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. In der letzten Folge sind wir in diesem Gasthaus angekommen, haben mit einer kleinen Notlüge den Kristall bekommen, den wir brauchen, um zu Schatten des Waldes zu kommen. Aber wir werden jetzt erstmal noch mit einem der wenigen reden, die hier einen Namen haben, nämlich Ho, dem Pantoffelhelden. Wer auch immer das ist. Hallo! Willkommen im Gasthaus zum Pilgerschlummer, wo der Gast der wichtigste Teil unseres Geschäfts ist. Ich bin Hu, euer bescheidener Koch. Hu. Ich bin auch verantwortlich für die Gegenstände im Lager dieses Gasthauses, falls ihr etwas kaufen wollt. Ich bin zwar abgearbeitet und müde bis auf die Knochen, aber ich stehe zu eurer Verfügung. Was kann ich also für euch tun? Ich würde sagen, dann zeig mir erstmal, was du zu verkaufen hast, Junge. Das würde mich freuen. Ihr versteht hoffentlich, dass mein Angebot begrenzt ist. Wenn man sich's genau überlegt, sollte ich bei all den Geistern im Wald eigentlich gar keine Vorräte haben. Ich denke, das ist ein wenig seltsam. Ja, das ist es. Schaut euch doch einfach um und sagt mir, ob ihr etwas seht, das euch gefällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der will uns subtil was klar machen. Juwel des Bemühens. Oh, geht nur mit Vater geschlossenem Faust, bringt aber 2 auf alles, nicht schlecht. Und da der Rest. Ja, verkaufen können wir zumindest das Juwel der unwiderstehlichen Seele und das schwache Juwel des Schmeichelns. Aber der kann ja noch weitere Sachen erzählen. Hallo! Kann ich euch für einige meiner einfachen Gegenstände interessieren? Kann ich euch einige Fragen über den Wald stellen? Ach nee, wisst ihr etwas über Schatten des Waldes? Himmlische Politik ist wirklich nicht meine Sache. Aber ich würde sagen, es ist sehr seltsam, dass die Leute im Gasthaus sie so zu hassen scheinen. Der ist wohl nicht von hier. Wenn man ihnen so zuhört, ist sie ganz krank vor Blutdurst. Aber alles hier scheint so wunderbar normal. Findet ihr nicht auch? Nicht direkt. Es sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendwelche Probleme. Nein, nein, das ist es nicht. Aber warum haben Sie dann so viel Angst vor Schatten des Waldes? Ach, ich glaube, ich habe jetzt genug gesagt. Ja. Der Wirt kann mehr als genug über Schatten des Waldes erzählen. Geht und fragt ihn, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Also, irgendwas ist hier nicht koscher. Ich glaube, die wollen verhindern, dass der irgendwas ausplaudert, was wir nicht wissen sollen. Kann ich euch einige Fragen über den Wald stellen? Ich weiß gar nicht viel über diesen Wald. Ich war nur auf der Durchreise, als ich hier in diesem Gasthaus einkehrte. Der Aufenthalt wurde länger als erwartet. Verzeiht, dass ich nicht hilfreicher sein kann. Aber ich hätte da ein paar Gegenstände zu verkaufen, die euch interessieren können. Haben wir uns angesehen, hast du nicht. Irgendetwas ist sehr merkwürdig hier. Was wollt ihr andeuten? Es ist nichts. Gar nichts. Ich dachte nur... Naja, ich hoffte, dass... Möchtet ihr vielleicht ein Brötchen? Der darf wirklich nichts sagen. Ich glaube, wir schmeicheln, da sind wir so gut drin. Eure Fingerzeige waren sehr schlau. Habt ihr vielleicht noch einen? Ich kann es euch nicht sagen. Nicht jetzt, nicht hier. Sie hören zu. Geht und redet mit dem Gastwirt. Fragt ihn nach den kranken Dienern der Mutter. Seht, wie er darauf reagiert. Das klingt ja interessant. Seid auf alles vorbereitet, wenn ihr mit ihm sprecht. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Hehe. ja dann, ich sollte euch gehen lassen. Seid sehr vorsichtig. Hat uns also einen Tipp gegeben. Aber wer sind diese kranken Diener der Mutter? Hey, Magd! Ich habe keine Milch bestellt. Ich hab dir auch keine gebracht. Aber jetzt reden wir doch mal mit dem Wirt. Wer sind die kranken Diener der Mutter? Beehrt uns heute doch zum Abendessen.
Eure Gesellschaft an unserem Tisch wäre höchst willkommen. Wer ist die Mutter? Die Mutter? Niemand. Sie ist niemand. Ihr solltet euch nicht mit solchem Unfug befassen, während Schatten des Waldes noch ihr Unwesen treibt. Och. Na, das wäre böse, dann hätten wir den Koch verpfiffen. Irgendwas ist hier faul. Sagt schon, was geht hier wirklich vor? Ihr wollt das wirklich wissen? Und ihr werdet keine Ruhe geben, bis ihr eine Antwort habt? Ihr könnt von Glück reden, dass ich eure Stärke spüren kann. Wärt ihr nicht so leicht mit den Geistern dort draußen fertig geworden, würde ich euch nun die Kehle herausreißen. Aber bitte, erlaubt mir euch jetzt alles zu enthüllen, was ihr zu sehen wünscht. Ich will euch die Wahrheit zeigen. Was zur... Schaut uns an und erkennt unsere Herrlichkeit. Fühlt euch geehrt, denn ihr seht die wahre Stärke der Kannibalen. Kannibalen? Kannibalen, widerwärtige Diener eines höheren Dämons. Das erklärt, warum der Wald krank wurde. Seid ihr jetzt zufrieden, da ihr Antworten auf eure neugierigen Fragen habt? Nein, natürlich nicht. Ihr wollt mehr wissen. Unsere Stärke zieht euch in unseren Bann. Stärke, ihr seid widerwärtig. Ihr wisst nichts von wahrer Schönheit. Ihr wisst rein gar nichts. Wir dienen einer mächtigen Dämonin, der Mutter. Sie hat uns gezeigt, wie wir durch Menschenfleisch Stärke und Macht gewinnen. Schatten des Waldes hat sie vor Jahrtausenden gefangen genommen. Aber schon bald wird sie wieder frei sein. Und ihr werdet uns bei ihrer Rettung behilflich sein. Oder ihr werdet sterben. Warum sollte ich euch helfen? Wir haben euch ein Angebot gemacht. Ihr tötet Schatten des Waldes und erhaltet dafür eine beachtliche Summe Silber. Als Bonus bieten wir euch jetzt noch an, euch am Leben zu lassen. Die Füchsin hält die Mutter in diesem Hügel gefangen. Tötet sie und sie wird sich befreien können. Was wäre, wenn ich die Mutter töten würde? Wärt ihr dann frei von ihrem Fluch? Ihr seid wirklich dumm. Die Mutter hat uns nicht mit einem Fluch belegt, sie hat uns Macht gegeben. Wir essen Menschenfleisch und die Macht, die in ihm steckt, macht uns stark. Die Mutter hat uns für unsere Dienste mit Vollkommenheit belohnt. Ihr solltet nicht einmal daran denken, die Mutter zu töten. Ein derartiges Sakrileg würde uns rasend vor Wut machen. Ich denke, darauf wird's hinauslaufen. Erzählt mir mehr über die Mutter. Sie ist ein mächtiges Wesen aus einer Zeit, als die Menschen noch von wilden Instinkten beherrscht waren. Sie ist seit Jahrhunderten in diesem Hügel gefangen, eingesperrt von der Füchsin. Aber die Toten finden keine Ruhe mehr. Und die Mutter spürt ihre Wut, ihren Zorn und ihr Verlangen nach Erlösung. Sie verleihen der Mutter Stärke. Und je mehr Geister zu ihr kommen, desto mächtiger wird sie. Sie hat uns den Weg gewiesen. Wir sind ihre Kinder und ich bin der Oberste unter ihnen. Ich habe mich entschieden. Und wie lautet eure Entscheidung? Ist euch euer Leben lieb oder wollt ihr doch die Heldin spielen? Ich glaube, darauf wird's hinauslaufen. Also wir haben keine andere Wahl, als zu sagen, dass sie vernichtet werden müssen. Also wir werden nicht Schatten des Waldes töten, wenn die halt eigentlich nur eine höhere Dämonin gefangen hält und die für alles verantwortlich sind. Ihr müsst vernichtet werden, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ihr versteht es einfach nicht, aber das wird sich ändern. Reißt sie in Stücke! Ihre Schreie sollen im ganzen Ort zu hören sein! Geh du erstmal zum Zahnarzt, bevor du dich mit mir anlegst. Wow, hey, ruhig, Leute. Jetzt einmal Stein und Stich. Wie immun! Ist doch nicht wahr. Wie kann es sein, dass die da einfach immun gegen sind? Sind die nur gegen die Flächenangriffe immun oder sind die allgemein gegen Magie? Scheiße, zählen die als Dämonen? Bloß ein Schild anmachen.
zählen augenscheinlich als Dämonen. Ne, den Schock kriegen sie trotzdem. Also, Unterstützung wirkt. Die Kannibalen sind wohl wirklich was ganz Eigenes. Wirkt denn der Seelenfänger? Ne, der Seelenfänger wirkt nicht. Ach Quatsch, dann nehmen wir mal das Schwert. Das wirkt eigentlich ziemlich immer. Erstmal auf den Wirt. Hör mal zu, Wirtchen. Langsam reicht's mir aber. So, jetzt einzeln mal die kleinen Fische platt machen. Die können wahrscheinlich alle nichts. Nö, nicht wirklich. Und zack. Die trauen sich auch kaum anzugreifen. Und einmal ein bisschen auseinanderbringen und schön drauf. Aber wurde auch immer Zeit, dass wir wieder gegen richtige Monster kämpfen, ne? Warte mal, kann ich... ich möchte mal kurz auf dem Sturmdrachen nachgucken. Mit dem Flächenangriff kann eine harmonische Kombo eingeleitet werden. Okay, dann schaue ich nur kurz, ob das auch klappt. Tatsache. Dadurch kriegen wir nämlich auch Fokus wieder. Eigentlich eine schöne Kombination. Oh. Ach nee, nicht schon wieder. Und wieder einer hin. Ja gut, Fokus brauchen wir eigentlich gerade nicht. Wir haben den noch voll. Muss natürlich auch treffen, so. Ha, ich liebe es. Also wirklich stark sind die alle nicht. Ha. Und es gibt Geschnetzeltes. Nee, nicht wirklich. Das war erstaunlich. Ich habe solche Kampfkünste in einem Speiselokal nicht mehr gesehen, seit ich meiner Frau Ingwer in ihre süß-saure Suppe getan hatte. Danke, dass ihr so freundlich wart, mich zu retten. Jetzt, wo diese Bestien tot sind, kann ich endlich mit euch reden. Ja. Mein Name ist Hu, der Pantoffelheld. Und bevor ihr fragt, nein, ich bin keines dieser Monster. Sie hielten mich als Gefangenen, damit der Kundschaft alles normal erscheint. Freut mich, euch kennenzulernen. Moment, sagtet ihr gerade Pantoffelheld? Ach, da fangen wir an zu lächeln. Meine Frau ist einzigartig. Wenn ich sagen würde, sie sei so beständig wie die kaiserliche Mauer, würde ich ihrer Hartnäckigkeit nicht gerecht. Ich könnte ähnliche Vergleiche zwischen ihrer Willensstärke und der kaiserlichen Armee ziehen. Aber ich denke, ihr versteht schon. Hört sich nach einem ziemlichen Hausdrachen an. Wo ist sie jetzt? Als ich sie zuletzt sah, war sie in der Kaiserstadt. Ich hätte vor mehr als einer Woche zurück sein sollen. Und wenn sie auf der Suche nach mir nicht die halbe Stadt verwüstet hat... Würde mich das wundern. Das ist jetzt nebensächlich. Ich muss euch danken. Ihr habt mir eindeutig das Leben gerettet. Och. Diese Kannibalen waren schon so verzweifelt, dass sie selbst so einen dürren Kerl wie mich kochen wollten. Das hätte mir noch gefehlt, wenn sie mich in die Höhlen geschleppt hätten. Unter diesem Gasthaus befinden sich Höhlen? Ich habe von den Kannibalen viel über die Höhlen gehört. Dort unten befindet sich etwas, das sie die Mutter nennen. Und ich glaube, dass sie, es, was auch immer, dafür verantwortlich ist, dass sie so geworden sind. Wie gelangen sie in diese Höhlen? Das ist mir nicht bekannt. Sie haben das Gasthaus verlassen und sind zurückgekehrt. Ich war nicht in der Lage, nach Einzelheiten zu fragen. Was wisst ihr über diese Mutter? Sie ist eine Art höherer Dämon, dem die Kannibalen dienen. Ich glaube, sie ist der Grund dafür, dass sie so entstellt sind.
Wie ich mitbekommen habe, wurde die Mutter in diesem Hügel eingeschlossen, noch bevor Tien, der Scharfsinnige, das Jadereich schmiedete. Aber etwas muss sie gestört haben. Ich weiß nicht, wie oder warum ihre Mutter zurück in die Welt gekommen ist, aber wenn sie den Menschen das hier antun kann, dann muss sie aufgehalten werden. Guter Ansatz. Was befindet sich in diesen Höhlen? Ich weiß nur, dass es noch viel mehr von ihnen gibt. Den Geräuschen nach haben sie Menschen gefangen genommen und verwandeln sie. Jedenfalls die, die sie nicht essen. Das reicht zum Thema Höhlen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Müsste ich mal schauen. Wer hat euch gefangen genommen? Naja, sie sind Kannibalen. Sie waren einmal Menschen, aber sie wurden verdorben, verwandelt in diese fleischfressenden Abscheulichkeiten. Wie haben sie sich getarnt? Der Wirt, den jeder an der Tür trifft, so wie ihr auch, beherrschte ein wenig Magie. Ihr konntet die Illusion wohl rechtzeitig durchschauen, aber die meisten Leute haben nie eine Chance. Sie werden normalerweise verzehrt oder, noch schlimmer, in einen von ihnen verwandelt. Warum haben sie euch hier behalten? Sie haben mich in der Hoffnung hier behalten, dass ich diesem Ort einen Anschein von Normalität gebe. Und sie brauchten mich für die Arbeit im Gasthaus. Sie sind wirklich nicht besonders schlau. Sieht doch noch aus. Ich war entschlossen, dem ersten Krieger, der sich hierher traut, einen Hinweis zu geben. Die Kannibalen müssen aufgehalten werden. Kümmern wir uns doch drum. Wo kommen sie her? Sie behaupten, dass sie von einer Kreatur, die sie Mutter nennen, unten in den Höhlen verwandelt wurden. Ja gut, das hatten wir ja. Offensichtlich ist sie eine alte Dämonin, die für die Entstellung dieser kranken Wesen verantwortlich ist. Wir sollten über etwas anderes reden. Eine gute Idee. Schon das Reden über sie bereitet mir Unbehagen. Ich möchte alles über diese Kannibalen wissen. Ihr habt die Kannibalen hier oben getötet, aber unten in den Höhlen sind noch mehr. Ich weiß jedoch nicht, wie sie rein oder rauskommen oder wie sie ihre Gefangenen nach unten bringen. Ich weiß, dass sie vor etwas Angst haben, das sie Schatten des Waldes nennen. Ich möchte wetten, das ist ein guter Ansatzpunkt. Okay. Wenn ihr vorhabt, euch diesen Bestien zu stellen, dann möchte ich mithelfen. Auf meine eigene Weise natürlich. Ich bin nicht sonderlich gut mit den Fäusten. Jedenfalls nicht mehr. Aber ihr dürftet überrascht sein, welche Tricks ein alter Brötchenmeister beherrscht. Habt ihr jemals von der betrunkenen Faust gehört? Ja, also ich würde sagen, natürlich, aber gesehen habe ich den Stil noch nie. Ich war einst ein Meister. Der Beste auf meinem Gebiet und wohl bekannt in Phönixtor, einer der großen Städte des blühenden Ostens. Meine Fähigkeiten brachten mir Ruhm, Reichtum und eine Ehefrau. Also könnt ihr an meiner Seite kämpfen? Perfekt. Oder, ach nee, könnt ihr mir die betrunkene Faust beibringen? Lehren ist alles, was ich kann. Wie schon gesagt, Ruhm, Reichtum und eine Ehefrau. Ich stellte recht schnell fest, dass sie eine eigene Meinung hatte. Und zwar, was Alkohol und meinen regelmäßigen Genuss desselben betrifft. Aber unterrichten kann ich euch. Das hat sie nie ausdrücklich verboten. Ich habe etwas Wein bei mir, falls ihr es lernen möchtet. Aber nur zu gerne. Lehrt mich die betrunkene Faust. Gebt Obacht! Ich wiederhole mich nicht gern. Wenn ich bei euch bin, kann ich euch Weinflaschen zuwerfen. Diese müsst ihr aufnehmen, um die betrunkene Faust ausführen zu können. Mhm. Die Wirkung lässt schnell nach. Aber ich werde dafür sorgen, dass euch der Wein nicht ausgeht, solange ihr mir die Gegner vom Leib haltet. Und jetzt beobachtet meine Technik.
Ja, komm, die Lehrstunde nehmen wir noch rein. Also dann, wir nehmen eine Weinflasche und wechseln automatisch den Stil und lernen damit halt sowas. Einen recht interessanten Stil. Wow, der aber ordentlich was auf dem Kasten hat, so wie es aussieht. Wow. Und wir sehen halt links diese Weinanzeige. Und wir müssen halt regelmäßig Weinflaschen aufnehmen, die uns gut zuwirft. Wir können aber in der Zeit auch nicht den Stil wechseln. Ach so, mit Angriffen geht die runter, nicht mit der Zeit. Wunderbar. Aber es scheint ein sehr starkes Getränk zu sein. Da, jetzt habt ihr's. Eure Arbeit ist aber noch nicht erledigt. Es gibt noch mehr Kannibalen im Innern des Hügels. Ich weiß allerdings nicht, wie man da hineinkommt. Die Kannibalen waren Schatten des Waldes Spinnefeind. Sie wollten nicht, dass sich jemand dem Tempel nähert. Vielleicht könnt ihr sie finden und einige Antworten erhalten. Das war mein Plan. Ich würde sagen, erstmal schicken wir nach Tiens Anleger, wenn ihr den unbedingt dabei haben wollt, weil das kann ziemlich witzig sein mit dem, könnt ihr den ruhig verlangen. Also ihr könnt sagen, nimm doch mal den mit. Werde ich machen. Eine Person, die ich allerdings relativ oft dabei haben werde, ist Wildblume. Das hat aber gewisse Gründe. Also, ich habe einen Weg durch den Wald freigemacht. Geht nach Tiens Anleger. Das wäre vermutlich sicherer, als hier zu bleiben. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen, fürchte ich. Ja. Und damit haben wir schon eine relativ lange Folge voll. Ich würde sagen, hier speichere ich dann. Und wir gehen in der nächsten Aufnahme zu Schatten des Waldes. Ich werde noch kurz was zu Hu sagen. Der hat halt eine besondere Eigenschaft. Der kann nicht mitkämpfen. Später kriegen wir auch Schwarzer Wirbelwind. Der kann zum Beispiel nicht unterstützen, sondern nur kämpfen. Also in dem Sinne zwei relativ unübliche Begleiter. Aber beide haben halt ihre Vorteile. In unserem Fall halt Hu, der Pantoffelheld. Wenn ihr jemanden dabei haben will, schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr könnt auch sonst in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Das könnt ihr natürlich auch mit Daumen nach oben oder unten zeigen. Je nachdem. Also, ich will aber jetzt nicht weiter um den heißen Brei rumreden. Zeigt mir einfach, wie es euch gefällt. Ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Let's Play Jade Empire. Bis dahin, Cheerio und bis zum nächsten Mal.